Ja, guten Abend, liebe Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des NGB-Vorstandes zu einem weiteren Vortrag in unserem Winterprogramm. Und wir schaffen es fast pünktlich auf den Frühlingsanfang, Ihnen etwas vorzustellen, ein Thema, das nicht besser zum Frühling passen könnte als die Blumen oder vielleicht wissenschaftlicher ausgedrückt unsere Blütenpflanzen. Genau, heute geht es unter anderem um dieses Buch Flora des Kantons Zürich. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das wirklich ein monumentales Werk ist. Es umfasst über 1100 Seiten und darin werden 1700 wildwachsende Pflanzenarten des Kantons Zürich vorgestellt. Mit Fotos, mit Text, aber vor allem auch mit aktuellen und historischen Verbreitungskarten. Aber noch viel beeindruckender als das Buch selber ist die Arbeit, die eigentlich dahinter steckt. Weil in 10-jähriger Arbeit hat die Zürcher Botanische Gesellschaft ein riesiges Werk geschaffen, 250 ehrenamtliche Botaniker, Laien, aber auch Wissenschaftler haben fotografiert, Texte verfasst. Sie waren vor allem im Feld tätig. Über 50.000 ehrenamtliche geleistete Stunden stecken in diesem Buch drin. Und es ist mir eine große Ehre, dass ich heute Ihnen der Erstautor des Autorenteams und der Projektleiter, Herr Thomas Wohlgemuth, vorstellen darf, der uns heute etwas erzählt über die Entstehungsgeschichte dieses Buches, aber generell natürlich über die Flora des Kantons Zürich. Ganz kurz noch zu unserem Referenten. Herr Thomas Wohlgemuth ist ein Botaniker von Haus auf. Er hat seine Diplomarbeit verfasst am Geobotanischen Institut der ETH Zürich, hat dann doktoriert an der Universität Bern, ebenfalls am Geobotanischen Institut. Er ist dann in die USA gegangen, hat dort ein Postdoc gemacht an zwei verschiedenen Universitäten und ist dann zurückgekommen in die Schweiz und ist jetzt tätig an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Er betreut dort die Forschungsprogramme Walddynamik und Störungsökologie. Jetzt denken Sie sich vielleicht, was ist das Störungsökologie? Also das hört man immer wieder bei Tieren, die gestresst sind durch menschliche Störungen. Störungen versteht man in der Walddynamik vor allem Brände, Lawinen, Sturmschäden und so weiter. Genau. Es geht also um Dynamik. Gut. Ja, das wäre mein Einstieg. Jetzt möchte ich gerne Ihnen das Wort erteilen und freue mich auf Ihren Vortrag. Danke vielmals für die Einleitung, die nett. Es freut mich sehr, hier in Winterthur sprechen zu können. Ich bin hier in die Schule gegangen, ich bin in Sulz-Rickenbach aufgewachsen und habe mich eigentlich erst nach 20 Jahren mit der Flora begonnen zu beschäftigen. Um mein Haus herum im Weinland war die Biodiversität nicht so wahnsinnig gewaltig. Wenn ich Kollegen hörte vom Töstal oder so, dann hat das immer sehr viel toller getönt. Bergpflanzen gab es dort, Riader gab es dort, bei uns gab es das fast nicht. Ich werde darauf zurückkommen, wieso das so ist und vielleicht stellt sich heraus, dass das mal anders war. Jetzt muss ich da so mal schauen, ob es funktioniert. Vielleicht nicht. Ich werde zuerst etwas über das Buch erzählen, wie das entstanden ist, wie das von der Idee bis zu diesem mehr als 2 Kilometer schweren Buch, Kilogramm schweren Buch gekommen ist, dann den Florenwandel erklären und dann die Treiber des Florenwandels darstellen.
Die Zürchische Botanische Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein. Er hat rund 300 Mitglieder und ist in Zürich ansässig. Da gibt es viele Laien, Studenten, Akademiker, Akademikerinnen. Er wurde 1890 gegründet. Mit dem Ziel, eine Flora zu machen. Und der Zweck dieses Vereins ist deshalb auch die Beschäftigung mit der einheimischen Flora, die Vermittlung der Erkenntnisse. Wir machen das mit Wintervorträgen und im Sommer mit einigen Exkursionen. Seit wann gibt es solche Florenwerke? Das gibt es eigentlich schon so seit Gessner, seit etwa 1550 werden solche Pflanzenlisten erstellt. Welche Pflanzen kommen wo vor? Und 1839 fasste ein 22-jähriger Student, der Alfred Köhlicker, fasste den Auftrag von seinem neuen Professor Oswald Heer, das war der erste Botanikprofessor in Zürich, mach eine Flora. Und er hat das gemacht, ich weiß nicht, wie lange er gebraucht hat, vielleicht 2 Jahre, und hat am Schluss eine Liste verfasst mit etwa 1150 Pflanzenarten. Das Büchlein, das er verfasst hat, war etwa 150 Seiten dick. Und das war natürlich einfach so mehr oder weniger ungenau. Es gibt nur etwa 1000 genauere Fundorte dort drin. Und das hat natürlich die Botaniker und Botanikerinnen im Kanton Zürich gefuchst, vor allem in Zürich. Sie haben gesagt, wir wollen eine neue Flora, wir wollen das genauer machen. Und 1890 wurde eben diese Zürchische Botanische Gesellschaft gegründet. Und 1898 wurde der Entschluss gefasst, jetzt wollen wir auch eine Flora haben. Das hat dann zwischen 1900 bis 1933 gedauert. Und wir werden noch sehen, das wurde nie publiziert. Da gibt es verschiedene Gründe und es gab auch viele Zwischenstationen, bis wir 2011 bis 2020 nochmals einen Versuch wagten. Genau, und das ist ein Bild aus dieser Zeit. Es zeigt Botaniker am Katzensee und das wurde von einem Industriellen fotografiert. Zinkler hieß er und hat in Richterswil nicht nur eine Fabrik gehabt, sondern hat auch eine alte, einen sehr neuen großen Fotoapparat gehabt und hat überall herum fotografiert. Und man sieht da den Karl Schröter, das war einer der wichtigsten Botanikprofessoren um 1900 an der ETH Zürich, der wurde schon mit 22 Professor. Dann der Eduard Rübel, der hat das Geobotanische Institut in Zürich gegründet und das war ein Seidenindustrieller und hat die Botanik gefördert. Und die haben da miteinander botanisiert. Dann gibt es noch einige andere wichtige Leute, die zu dieser Zeit tätig waren. Heinz Schinz und Robert Keller, die haben zusammen um 1900 eine großartige, dazumalig die einzigartige und wichtigste Flora der Schweiz gemacht, also ein Bestimmungsbuch. Dann der Robert Keller, der war, glaube ich, Mittelschullehrer hier in Winterthur, hat auch eine Brombeerflora gemacht. Aha, eben. Habe ich jetzt nicht gewusst. Dann war der Otto Nägeli, das war ein Thurgauer, der hat an der Uni Zürich und am Universitätsspital oder so wurde der dann zu einem sehr berühmten Chirurgen, Blutnägeli hat man ihn genannt. Also der ist dann relativ schnell mal ausgezogen nach Tübingen und hat dort dann den Rest seines Lebens verbracht, hat aber bis 30 oder so in Thurgau und im Kanton Zürich unheimlich stark botanisiert, ein richtiger Pflanzengeograf. Und der war auch etwas reicher als die anderen Leute und hat dann das erste Geld gegeben für den Eugen Baumann. Der wurde 2013 angestellt, um eine Flora des Kantons Zürich zu machen. Also man muss sich vorstellen, 1898 sind die Leute schon ins Feld gegangen und haben botanisiert, herbarisiert. Und einer sollte es dann richten, der Eugen Baumann. Das ist dann nicht so schnell gegangen. Die hatten etwa 50.000 bis 100.000 Herbarbelege und der ist denen ganz genau nachgegangen, hat das aufgeschrieben, ist aber nie fertig geworden. 1933 ist er gestorben und hat ein Manuskript von 1100 Seiten hinterlassen, aber es wurde nie publiziert.
Martin Rickli, auch ein berühmter Pflanzengeograf zu dieser Zeit, hat da auch mitgemacht in dieser frühen botanischen Gesellschaft. Also übrig geblieben sind aus dieser Zeit etwa 100.000 Herbarbelege, die sind in den Vereinigten Herbarien der Uni und der ETH Zürich enthalten, und etwa ein 1200 Seiten dickes Manuskript. Das ist so geschrieben, ist nicht ganz einfach zum Entziffern. Da stehen aber sehr viele dieser Fundorte drin. Jetzt, eben, ich habe schon gesagt, es gab viele Zwischenstationen. 1933 ist das Ganze gestorben, da gab es 1945 wieder eine Initiative. In den 70er Jahren hat dann Fabian Egloff eine Flora, eine Gewässerflora des Kantons gemacht und auch eine Flora der Lägern. Aber den ganzen Kanton für alle Farn- und Blütenpflanzen, das wurde nie gemacht. Und es hat immer wieder neue Ideen gehabt, aber niemand hat das richtig gepackt. Und wir haben nach einem Vortrag 2009 zusammen ein Bier getrunken und haben gedacht, jetzt muss etwas geschehen. Und wir waren da zu dritt, Michael Kessler auch noch und John Spielmann, und wir haben zu dritt gedacht, packen wir das, wie sollen wir das machen, und haben das weiter überlegt. Und das waren so etwa die Fragen. Eine neue Flora auf jeden Fall, aber wer soll mitmachen? Wann soll sie fertig sein? Was soll sie enthalten? Wie soll sie aussehen? Ich hatte schon einigermaßen Erfahrungen seit meiner Doktorarbeit, als ich die Biodiversität der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz untersuchte, habe ich gesehen, welche Projekte aus welchen Gründen gescheitert sind. Und ein Hauptgrund war, dass man sich kein Zeitziel gesetzt hat. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, wir müssen das einfach in 5 Jahren fertig haben. Wir müssen einfach wirklich alle so viel wie möglich ins Feld, und in Zürich gibt es ja viele Botanikerinnen und Botaniker, weil es da auch Universitäten gibt und Fachhochschulen. Also das Potenzial ist ja eigentlich groß. Man muss die Leute motivieren. Das ist uns dann einigermaßen gelungen. Und worum geht es? Es geht um diesen Kanton, der zu 25% überbaut ist und 75% noch ländlich aussieht und eine Höhenerstreckung hat von 340 bis 1300 Metern auf dem Schnäbelhorn. Noch etwas zur naturräumlichen Gliederung. Wir haben im Süden mit dem Albisgebirge und dem Tösttal die höchsten Stellen des Kantons. Hier hat es auch am meisten Niederschläge und es ist am kühlsten. Und gegen Norden hin ist es trockener. Bei Schaffhausen haben wir noch 900 mm Niederschlag, in Winterthur 1050 und auf dem Schnäbelhorn etwa 1800, 1900 mm. Das heißt also, wir haben einen schönen Gradienten von warm zu kühler. Und die naturräumliche Gliederung, die wurde schon zu Zeiten vor 100 Jahren so gemacht, dass alles so nördlich von Winterthur und Zürich, nördlich von Zürich als Zürich Nord bezeichnet wird. Das ist vor allem auch pflanzengeografisch zu erklären. Dann haben wir das Zürichsee-Limmattal, einen unteren und einen oberen Teil, dann ein mittleres Glatttal, im unteren Glatttal wäre es wie das Zürcher Unterland und das Tösttal als große Kammer. Und das macht dann auch einigermaßen pflanzengeografisch von der Artverbreitung für viele Arten einen Sinn. Dann haben wir uns gesagt, okay, es gibt verschiedene Aufgaben in dieser Flora. Es gibt eine Kartierung, die kann man unterschiedlich machen. Wir haben uns entschieden, dass wir das systematisch machen wollen. Das hat den großen Vorteil, dass wir dann auch repräsentative Aussagen machen können. Wir haben also jedes 9. Kilometer Quadrat genommen in der Fläche, also jedes 3. In Nord-Süd-Ausrichtung und Kilometer Quadrat, das heißt einmal 1 Kilometer. Und das sind dann insgesamt 244 Kilometer Quadrate. Und die mussten kartiert werden. Das war unser Ziel. Dort machten wir also innerhalb von 2012 bis 2017, 6 Jahre waren es am Schluss, sind verschiedene Teams hingegangen und haben das aufgeschrieben, was sie für Arten gefunden haben. Und alle Flächen rundherum, für die haben wir auch sonst Artenfunde, die bisher gemeldet wurden, bei Infoflora, also bei dieser schweizerischen Meldestelle, die haben wir dann auch integriert in diese Flora.
Wir haben also nicht alle Seltenheiten selbst gefunden, aber die, sagen wir, die wichtigsten Seltenheiten, die sind durch andere Fundmelder und Melderinnen schon eigentlich notiert. Dann gab es auch noch das Projekt der historischen Funde. Also wir fanden jemanden, der diese 1200 Seiten innerhalb von einem halben Jahr transkribiert hat. Das heißt, dass wir dann wirklich eine super Vorlage hatten, um alle diese Fundorte auch zu sehen und zu entziffern und einfach zu georeferenzieren. Also wir haben die Hälfte dieser Fundorte, die da gemeldet wurden, haben wir dann georeferenziert, das heißt denen eine Koordinate zugeordnet. Wer hat das gemacht? Wir sind am Schluss insgesamt 250 Leute gewesen, die zum allergrößten Teil ehrenamtlich gearbeitet haben. Also ich möchte nicht aufzählen, welche Leute wie viele Stunden gearbeitet haben, aber es gab richtige Fans, die haben praktisch nichts mehr anderes gemacht. Ich habe auch dazu gehört, neben der Arbeit, das war auch eine sehr spannende Angelegenheit. Wir haben dann im Feld, sind wir strikt vorgegangen mit guten Unterlagen. Wir haben also 1 zu 10.000er Karten genommen als Grundlage, dann Waldgliederung als Grundlage gehabt, alle Biotope, die sind alle kantiert im Kanton, man weiß, wo die seltenen Habitate sind, die hatten wir alle als Grundlage auf A4 Blättern ausgedruckt und wir haben noch mit einer Liste gearbeitet. Heute arbeitet man bereits mit einem App, mit einem Floor-App so genannt. Aber wir sind noch mit der Liste rausgegangen und wir wollten auch bei all diesen Pflanzenfunden, alles, was wir aufgeschrieben haben, haben wir die Abundanzen auch aufgeschrieben. Das heißt, Pflanzen, die weniger als 25 Mal gesehen wurden in der Fläche, wurden mit der geringsten Abundanz aufgeschrieben, 4 Stufen, 25 bis 100, 100 bis 1000 und größer, mehr als 1000 Exemplare von Arten wurden dann so unterschieden. Am Schluss haben wir daraus dann Häufigkeiten berechnet. Eine Kartierung von einem Kilometer Quadrat sollte 2 Jahre dauern. Wir sollten 3 bis 5 Begehungen im Jahr machen, also Frühlingsaspekt, Sommeraspekt, Herbstaspekt. Dann sollten alle Quadrate erfasst werden. Das war dann am Schluss nicht mehr so einfach. Am Anfang war ein Rennen auf die Lieblingsquadrate. Wo ist die Leggern? Wo ist das Schnäbelhorn? Und da haben sich die Leute sofort diese Flächen gekrallt und die anderen Flächen, zum Beispiel eher so in den nördlichen Gebieten, wo man nicht so einfach mit dem Zug rankommt, die wurden dann zuletzt genommen oder gar nicht genommen. Wir mussten auch noch jemanden anstellen, der dann solche fehlenden Quadrate noch weiter kartierte. Wir mussten da einiges uns einfallen lassen. Genau. Wir haben als Erkennungszeichen haben wir ein Käppi gehabt, so dass wir auch gut als Zielscheibe sichtbar waren für die Landwirte. Die hatten nicht immer Freude daran, wenn die da rumgelaufen sind in ihren Feldern und so. Das war relativ heikel. Und diese Pflanzenliste, diese Artenliste, die war 12 Seiten dick. Die haben wir immer mitgenommen und haben da alles drauf markiert. Auf dieser Liste waren praktisch 2000 Arten drauf, die wir für diesen Kanton erwarteten. Wie war das möglich, dass wir das alles koordinieren konnten? Wir haben ein Gesuch gestellt bei der Landeslotterie, beim Kanton. Und wir haben dann einen Sechser gezogen, die haben uns unterstützt mit 500.000. Daraufhin konnten wir eine Projektleiterin anstellen für 7 Jahre. Das war natürlich toll. Wir haben dann, das hat am Schluss nicht gereicht, wir mussten dann noch weiter Geld akquirieren. Wir hatten da eine super Akquise, Geldbeschafferin quasi, die hat eine super Akquise gemacht und hat nochmals etwa 350.000 Franken zusätzlich dazu zusammengetrieben. Also, aus dieser transkribierten Flora heraus haben wir dann diese Fundorte, insgesamt knapp 40.000 Fundorte digitalisiert. Da ist also einerseits etwas von dieser Transkription ist auf diese Karte gekommen. Andererseits wurden auch in den Herbarien noch weitere Funde nachgesucht und auch nachbestimmt, ob das richtig eingelagert war. Und das ist jetzt also das
quasi das Resultat dieser historischen Funde. Jetzt schauen wir das mal nochmals genauer an. Das sieht so aus. Auf der einen Seite diese Punkte, die sind nicht ganz normal verteilt. Also das hat nicht überall solche Punkte, sondern es hat Gebiete, wo es mehr hat und andere, wo es weniger hat. Und das sind die Funde, die wir nach 2000 noch zusammengetrommelt haben. Man sieht in grün unsere Kilometerquadrate. Hier hat es besonders viele Funde und daneben aber noch viel andere. Also insgesamt hat die Fachstelle für Naturschutz etwa 750.000 Fundorte. Das sind oftmals die gleichen Fundorte für Arten, die halt seit 50 Jahren immer wieder dort angekreuzt wurden. Und für andere Flächen kommen einfach Zufallsfunde zum Teil noch dazu. Jetzt schauen wir mal, wo früher die Eisenbahnen durchgegangen sind. Die wurden praktisch bis 1900 alle gebaut. Das Eisenbahnnetz war um 1900 fast vollständig. Da sind nicht mehr viele neue Linien dazugekommen. Und man sieht Gebiete, wo keine solche Eisenbahn durchgeht, Strecke durchgeht, die sind halt mit weniger Funden vorhanden. Also man muss sich vorstellen, um 1900 bis 1920, als die ersten Botaniker und Botanikerinnen dort ins Feld gegangen sind, hatten sie noch keine Autos. Also sie mussten sich wirklich mit dem Zug fortbewegen und das merken sie natürlich auch. Sehr viele sind natürlich ins Töstal gegangen, wegen dem Bergarten. Natürlich der Uetliberg und Albis, dieses Gebiet, das wurde sehr gut untersucht. Alles, was in der Nähe von den Universitäten war, das sind ja Tagesausflüge. Auch für Studentenexkursionen, da gab es die meisten Fundorte. Aber man sieht auch Region Winterthur und runter bis zum Rhein, also beim Irchel, das war ein sehr bevorzugtes Gebiet. Und dann weiter diese nördlichen Teile, das nördliche Hügelland bis zum Kanton Schaffhausen, das war sehr gut untersucht. Ja, und diese Flora enthält jetzt eigentlich vier wichtige Elemente. Das sind die aktuellen Daten, die historischen Daten. Für beide Informationszeitperioden haben wir Artabundanzen, also Häufigkeiten und Fundorte. Dann haben wir auch noch ein Projekt gestartet, relativ spät, aber dann umso erfolgreicher. Wir wollten alle Pflanzen fotografieren. Viele kennen die Flora Helvetica, aber viele wissen auch, dass die Fotos dort drin seit 1995 dieselben sind. Also vielleicht, wir wollten einen neuen Standard setzen und haben uns zum Ziel gesetzt, alle diese schönen Pflanzen zu fotografieren. Und das war nicht ganz einfach. Am Schluss hatten wir eine Datenbank mit etwa 30.000 Fotografien und aus diesen mussten wir dann die schönsten wieder aussuchen. Und das gab natürlich am Schluss etwa 400 Arten, wo wir keine Fotos hatten. Also haben wir noch alte Inventare abgesucht nach schönen Pflanzenfotos. Am Schluss waren etwa 60 verschiedene Quellen wurden verwendet für diese Fotografien. Und dann haben wir Texte geschrieben. Texte für diese verschiedenen Pflanzenarten. Das Buch hat nicht nur Verbreitungskarten und Pflanzentexte, sondern es hat auch eine Übersicht, was sich verändert hat in den letzten 100 Jahren. Also quasi eine Geschichte, der Naturraum wird erklärt, dann eine Geschichte der botanischen Erkundung, wie das genau gemacht wurde, was wir gemacht haben, wie die Pflanzen heute geschützt werden. Es hat 15 botanische Exkursionen, das sind so jeweils zwei Seiten. Man kann das nachwandern und kommt auf jeden Fall auf schöne Routen und wo man schöne Pflanzenarten sieht. Und dann auch noch einfach, wie die Artsteckbriefe gemacht sind, zusammengesetzt sind. Hier sind alle Autoren und Autorinnen und Mitarbeitenden aufgelistet. Speziell erwähnen möchte ich das Herausgeberteam, neben mir Corinna Del Fabro, sie war die Projektleiterin, ja, langjährige, der Andreas Kehl, der hat quasi alle diese Art-Aktionspläne des Kantons gemacht. Also wenn heute, da komme ich noch darauf zurück, sie eine wunderschöne Art sehen, das ist sie zu 50% wahrscheinlich angepflanzt. Und das hat der Andreas Kehl an der Fachstelle Naturschutz in den letzten 30 Jahren organisiert. Dann der Michael Nobis, er ist ein hervorragender Statistiker. Und der Michael Kessler, der ist der Kurator am Botanischen Garten in Zürich.
Und es gab noch, die nächstwichtigsten Leute sind hier auch noch aufgelistet. Das sind Leute, die wirklich ihr halbes Leben daran gegeben haben in dieser Zeit. Also, wir haben hier eine solche Doppelseite. So. Und wir haben hier diese Elemente. Für jede Art gibt es zwei Bilder, ein Detailbild und ein Habitatsbild oder je nachdem dem zwei Detailbilder, dann eine Verbreitungskarte. Insgesamt gibt es also für 1757 Arten einen solchen Steckbrief und dann einen Text. Dieser Text ist dreigeteilt. Er besteht aus einer typischen Artbeschreibung. Das kann man fast in jeder Flora nachlesen. Wir haben versucht, das so ausführlich wie möglich zu machen. Dann eine Erklärung der Verbreitungsdynamik, das heißt die aktuelle Verbreitung verglichen mit der historischen Verbreitung. Was hat sich verändert? Und dann die Verbreitungskarte, wo diese Informationen nochmal kondensiert räumlich dargestellt sind. Also im ersten Teil geht es um Morphologie, allgemeine Informationen. Zweiter Teil diese Dynamik und der dritte Teil. Hier haben wir den Autorinnen und Autoren freigestellt, eine dieser etwa 10 Kategorien zu wählen. Ökologie, Taxonomie, Bedeutung des Pflanzennamens, Gefährdung und Schutz, Morphologie, solche Dinge. Und wir Autoren haben dann frei gewählt, zu welchem Thema ist zu dieser Pflanze etwas sehr Spannendes zu erzählen. Und so können Sie ganz verschiedene Geschichten zu all diesen Pflanzen nachlesen. Das lohnt sich wirklich, bei jeder Art mal etwas durchzulesen. Wir haben auch noch eine Webseite dazu generiert. Hier sind alle Informationen der Art Verbreitung und der Art Texte sind darin enthalten. Nicht die Informationen im Vorteil des Buches. Genau. Kommen wir noch auf diese Verbreitungskarte. Das ist ja eigentlich so eines dieser Herzstücke dieser Flora. Was ist da alles drin? Also wir haben die historischen Daten, wir haben die aktuellen Daten. Die aktuellen Daten sind in grün dargestellt. Die historischen Daten in zwei Zeitschnitten. Die Arten, die bis 1930 gemeldet wurden, sind mit einem Punkt dargestellt und jene, die zwischen 1931 und 1999 gemeldet wurden, mit einem Kreis. So sieht man also bei dieser Art zum Beispiel, dass sie früher an diesen Orten, wo sie zum Teil heute noch vorkommt, ebenfalls schon gemeldet wurde. Dann sehen wir auf der rechten Seite diese 5 Signete, die zeigen, ob eine Art ganz neu im Gebiet ist, dann wäre sie als Neophyt zu bezeichnen, ob sie zugenommen hat in den letzten 100 Jahren, ob sie unverändert ist oder ob sie abgenommen hat oder ob sie ausgestorben oder verschollen ist. Dann haben wir auch noch eine Information, wie sie im ganzen Gebiet in einem Kilometer Quadrat in der Abundanz vorkommt, also ob es viele Exemplare hat oder wenige. Wir haben noch Informationen, ob sie eine rote Listeart ist, also ob die Art gefährdet ist, oder ob der historische Teil vollständig erfasst ist. Das ist nicht für alle Arten gelungen, weil wir zu wenig Zeit hatten. Gut, jetzt etwas zum Florenwandel. Also, die erste Art, die ich zeigen will, ist die Küchenschelle oder Kuhschelle, Pulsatilla vulgaris. Das ist so eine spezielle Art, die früher im Norden des Kantons, also überall, wo Sie die schwarzen Punkte sehen, recht verbreitet war. Nicht überall, an den sonnigen Wiesen und den mageren Wiesen ist sie vorgekommen, vielleicht in der Nähe der Waldränder. Oftmals wurde sie auch gepflegt von den Bauern, weil sie, wenn sie gepflegt wird, also wenn gut abgeschnitten wird, wenn das Gras gut abgeschnitten wird, kann sie sich relativ gut ausbreiten. Und dann ist sie zurückgegangen. Die Art ist praktisch ausgestorben im Kanton. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Fundort mehr, der natürlich ist, aber trotzdem haben wir da so grüne Flecken. Wie ist das gekommen? Das ist jetzt eine typische Aktionsplanart. Das heißt, die Art wird von der Fachstelle Naturschutz gefördert. Sie ist also irgendwo in einem Garten nachgezogen worden und die Samen wurden dann nochmals nachgezogen und die Pflanzen
Pflänzchen wurden dann an guten Stellen wieder angepflanzt und darum sieht man die jetzt an sehr vielen Orten wieder. Sie sind aber wirklich gepflegt, also man muss sie rausschneiden und wenn es trocken ist, gehen sie sogar wässern. Also das ist jetzt heutiger Naturschutz. Das passiert nicht nur für die Küchenschelle, sondern es passiert sicher für 100 bis 200 andere Pflanzenarten auch. Und es gibt auch Hotspots, wo diese Pflanzen dann quasi ein ganzer botanischer Garten angepflanzt wird. An Orten, die dann auch richtig vom Habitat her so wieder optimiert werden. Das hat den Sinn, dass die Pflanzenarten, die Einheimischen, einfach erhalten werden. Da ist der Flügelginster, auch eine Art des Nordens. Ich sitze mal da ab, sonst kann es leider nicht so, so von weitem her zeigen. Oder das ist jetzt eine Pflanzenart, die in Gewässern vorkommt. Das kam früher entlang des Zürichsees vor und jetzt auch noch. Greifensee und Pfäffikersee, dann eine Gebirgsart, der Glockenenzian. Da gibt es also diesen Enzian, der auf dem Kalk wächst und auch dieser, der auf eher saurem Gestein wächst. Beide kommen vor. Beide haben sich von der Abundanz sicher verändert, sicher nicht mehr so häufig wie früher, aber sie kommen noch vor. Dann eine spezielle, ein Ackerbegleiter, der Taumellolch. Das ist verwandt mit diesem englischen Reigras, also diesem typischen Rasengras. Das kam früher vor im Getreide und mit der Saatgutreinigung ist das dann verschwunden. Dieser Taumellolch heißt so, weil auf den Ähren ist ein Pilz gewachsen und wenn der im Getreidekorn mitgegangen ist, dann gab es üble Vergiftungen und da ist man rumgetaumelt. Deshalb Taumelmolch. Lolch. Und da gab es sogar Geschichten, dass halbe Dörfer dabei gestorben sind. Nicht in der Schweiz, aber also offenbar war das zum Teil sogar tödlich. Und dann gibt es eben auch neuartige Pflanzen, wie dieser Neophyt, das drüsige Springkraut. Das ist heute bald in jedem Wald zu sehen. Man sieht auch die Verbreitung. Das gab es vor 100 Jahren in der Umgebung von Zürich und sonst noch nirgends. Und heute ist das praktisch überall verbreitet. Ja, zur Artenvielfalt. Wir sehen hier mal in dunklen Farben eine besonders hohe Artenvielfalt über den Kanton verteilt. Jetzt sehen wir nicht nur diese Kilometerquadrate, die kartiert wurden, sondern die angrenzenden Quadrate dazu. Das heißt, diese dargestellten Flächen sind 3x3 Kilometer groß. Und so quasi das Maximum, das erreicht wurde in 3x3 Kilometern, sind 835 Pflanzenarten. Dann ist das noch etwas aufgeteilt in Feuchtgebietsarten. Hier sehen wir verschiedene so im Zürcher Oberland Gebiete, die besonders viele von diesen Pflanzen haben. Die Region um Wetzikon hat bedeutende solche Pflanzenbestände. Dann bei den Trockenwiesen sehen wir das Gebiet um Eglisau und Rafzerfeld. Dort gibt es viele. Auch bei den Kiesgruben werden hier neue Pflanzen angesät. Das ist ein Grund, wieso dass es hier so artenreich ist. Und dann bei den Bergarten sticht der Uetliberg heraus und Albisgebiet und natürlich das Töstalbergland. Jetzt noch die Region Winterthur, die scheint da etwas artenärmer zu sein. Und das hat damit zu tun, dass in diesem Gebiet quasi die Feuchtgebiete schon bis um 1960 oder so drainiert wurden mit Tonröhren. Also es gibt in diesen Gebieten einfach praktisch keine größeren Rietflächen mehr, sondern vor allem Landwirtschaftsflächen. Und heute wiegen dort Zuckerrüben und Kartoffeläcker vor und Getreideäcker und das ist ein Grund dafür. Dann diese Region ist bekannt für sehr viele seltene Trockenwiesenarten, aber es ist auch bekannt dafür, dass dort viele Kiesgruben waren, um Hündwangen. Und an diesen, sagen wir, renaturierten Hängen, Südhängen, dort werden jetzt diese seltenen Arten auch angepflanzt, als Folge von Aktionsplänen. Und dann diese
Bergregion natürlich. Dort hat es viele Gebirgspflanzen. Und dann gibt es noch diese Region. Das fällt jetzt einfach auf. Die Region Uetliberg-Albis, die ist immer artenreicher, bei den Feuchtgebietsarten auch. Was hat es damit auf sich? Es hat wirklich schöne Hangräder dort, es hat schöne Trockenwiesen dort, aber es gab eine Person, die das Ganze auch kartiert hat. Das war der Professor Elias Landolt. Ich habe bei ihm die Diplomarbeit gemacht. Und er hat eine Flora zuerst der Stadt Zürich ausgegeben und dann noch später, 2013, eine Flora des Sihltals. Und er hat das ganz, ganz genau gemacht. Er hat 20 Jahre nichts anderes gemacht als Arten kartiert, Artenlisten aufgeschrieben. Der hat einfach mehr gefunden. Das zeigt einfach die Limitierung unseres Datensatzes. Wir waren 6 Jahre im Feld und haben das Beste gegeben, aber wir waren nicht so gute Botaniker wie der Elias Landolt. Er hat einfach alles gesehen und wir vielleicht nur 80%. Das ist aber normal bei den Botanikern. Es gibt einfach bessere und schlechtere. Und jetzt hoffe ich, dass Sie das doch einigermaßen sehen. Wir befinden uns jetzt in Winterthur. Und es gibt da schon noch einige schöne Ecken, mindestens vor 100 Jahren gab es die. Und ich will auf einige von diesen eingehen. Also es gibt rund um Winterthur gibt es da diese Hohwülflingen-Region. Die ist auch heute noch schön, aber die war früher noch dreimal schöner. Es sind sehr viele Wiesen, die es dort gibt. Wahrscheinlich gab es vor 100 Jahren viel lichtere Wälder. Deshalb gab es auch viele so Saumpflanzen, Pflanzen, die so quasi etwas schattentolerant sind und wenn die von den Geißen abgeweidet wurden, konnten die auch im Frühjahr immer wieder schön wachsen und wurden nicht ausgeschattet. Dann gibt es da natürlich den ganzen Irchel, das Gebiet von Neftenbach bis runter Freienstein und das ist sehr reich. Dort haben die Bäche quasi das Kalkgestein abgetragen und dort gibt es dann quasi auf den Plateaugebieten die Säurezeiger und auf den Hängen die Kalkzeiger. Das ist sehr artenreich. Dann gibt es den Multberg bei Pfungen. Das ist eine sehr reiche Region gegenüber das Weihertal, glaube ich. Und das ist hier ist niemand hingegangen, hat keine Fundorte gefunden. Keine Ahnung, wie das früher dort ausgesehen hat. Heute ist es ein Eldorado. Also es gibt verschiedene solche Hotspots eigentlich, die früher vorhanden waren. Auf einen möchte ich noch eingehen. Das ist die Steigmühle. Und die Steigmühle, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber die Region weiß nicht, ob sie so noch heißt, aber auf jeden Fall, ich habe sie brennen sehen irgendwann in den 60er Jahren. Aber was ganz faszinierend ist, bei diesen Mühlen gab es ja solche Säcke, Mehlsäcke, und die waren ja aus Jute. Und die hatten ständig Samen außen dran. Die waren also voll mit Ackerkräutern. Und diese Ackerkräuter sind in den Nähen von solchen Mühlen sind die gewachsen. Das ist eine klassische Adventivflora. Und da gab es also nicht nur hier, sondern es gab ein Speicherhaus in Samstagern. Dort gibt es ganz viele Pflanzenfunde. Oder es gab die neue Mühle in Zürich. Auch dort gab es sehr viele Ackerkräuter, die gemeldet wurden. Also das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Es gibt sogar im Kanton Solothurn, gab es eine Fabrik, die Baumwolle von Amerika importierte und dort weiterverarbeitete. Und da gab es jemanden, der hat eine Baumwoll-Adventivflora gemacht. Das waren etwa 300 amerikanische Pflanzenarten. Die sind dort vorübergehend gewachsen und wachsen jetzt dort nicht mehr. Aber das war so spannend, dass er da gerade ein Buch darüber geschrieben hat. Dann gehen wir jetzt noch weiter zu einigen lokalen Spezialitäten. Das ist der schnabelfrüchtige Bergflachs. Der kommt, war früher, das sind jetzt frühere Fundorte, die neueren darf ich ja gar nicht melden, weil die sind zum Teil ausgepflanzt, oder darf man nicht wissen, oder auf jeden Fall sind sie geschützt und werden wirklich gepflegt von der Fachstelle Naturschutz. Aber das waren die früheren Fundorte. Man sieht, diese Pflanze kommt eigentlich nur um den Irchel vor, früher, und noch irgendwo im Vorderrheintal und sonst nirgends in der Schweiz. Also es ist wirklich eine Spezialität des Irchels.
Die kam aber da bis nach Winterthur, Brühlberg, dann eben Hohwülflingen, Tösberg, so kam die vor. Dann die nächste ist die Küchenschelle, das sind jetzt die historischen Funde. Also die kam da von Rickenbach über Wiesendangen an der und Wolfensberg, Köpfi, Tackenberg und so weiter, Freienstein, kam die einfach an verschiedenen schönen sonnigen Ecken vor. Wirklich eine der schönsten Pflanzen, die wir im Kanton haben. Und die Pflanze war vorübergehend wirklich ausgestorben. Dann hier die rundköpfige Rapunzel. Eigentlich ist das eine so Hügel- oder Bergart. Die sieht man in den schönen Trockenwiesen eigentlich überall. Die kam da um den Irchel und auch an anderen schönen Trockenwiesen vor. Man muss sich dabei noch vorstellen, dass früher diese Trockenwiesen, die waren sehr viel ärmer. Es gab ein Projekt um 1900, haben Agronomen Quadratfüße ausgestochen, also wirklich ein Fuß, 30 mal 30 Zentimeter, haben den Boden untersucht und die Pflanzen ganz genau ausgezählt und haben das aufsummiert, wie viele Arten das auf einem 30 mal 30 Zentimeter Feld in den Wiesen vorkommt. Das sind unglaubliche Artenzahlen. Die kriegen wir heute auf 25 Quadratmeter noch hin. Das ist, die Pflanzen sind früher kleiner gewachsen. Und vielleicht nur, wenn es genügend geregnet hat, sind sie hochgewachsen und sonst war es kleiner. Und es gab da noch praktisch keinen Dünger, der auf diese Wiesen getan wurde. Deshalb waren diese Pflanzen auch überall verbreitet. Dann haben wir ganz erstaunlich eben auch andere Pflanzen, die da früher vorgekommen sind. Also Grünerlen kennt man eigentlich aus den Bergen. Die können ganze Hänge, steile Hänge überwachsen und dann wächst irgendwie 100, 200 Jahre nichts mehr anderes. Diese Grünerle kam im Kanton vor. Und zwar auch wieder im Norden des Gebiets. Und da gibt es also die Region da westlich von Freienstein, da kommt sie auch vor. War sie vorgekommen. Heute natürlich weit weg. Im Töstal kann man sie am einen oder anderen Waldrand noch finden. Oder die Bärentraube, eine typische Alpenart, die kam da früher auch im Norden vor, hatte eine Verbreitung rund um Winterthur. Ganz unglaublich. Sieht aus wie die Preiselbeere, aber wenn Sie mal die Beere versuchen zu essen, das ist nicht so toll, nicht so säuerlich, sondern einfach nur mehlig. Dann das Katzenpfötchen, also da hatte ich auch fast, das konnte ich fast nicht glauben, als ich das herausgefunden habe. Das Katzenpfötchen ist eine typische Bergpflanze. Eigentlich. In allen trockenen oder Wiesen oder so oder Wegrändern kann man das sehen. Und das kam im ganzen Kanton an verschiedenen Orten vor. Also auch wieder um Winterthur. Die Wiesen müssen so mager gewesen sein, dass das einfach nicht überwachsen wurde. Auch in Föhrenwäldern, die waren früher lichter, die waren wahrscheinlich durch die Geißenweide, waren die einfach offen gehalten. Man muss sich vorstellen, früher war Holz und so Schnittgut. Ja, das konnte man verwenden, heute muss man das irgendwie entsorgen, das wächst zu viel. Also das ist ein rasanter Wandel eigentlich unserer Landschaft. Jetzt haben wir in dieser Flora unterschieden, wie häufig eine Art vorkommt. Also wir sehen zum Beispiel Arten, die ganz selten vorkommen, bis Arten, die ganz häufig vorkommen. Und wir haben 6 Unterscheidungen gemacht. Sehr selten, selten, verbreitet, lokal häufig, häufig und sehr häufig. Bei sehr häufig ist nicht nur die Verbreitung über das ganze Gebiet entscheidend, sondern auch, wie viele Arten an einem Ort vorkommen. Also wenn Sie das Scharbockskraut hier sehen oder Glinzerli, wie die auch, die hat etwa 10 verschiedene Namen, je nach Region. Die unter den Obstbäumen sieht man, die jetzt blühen, oder im Wald auch. Die ist sehr häufig. Wir haben dann aus diesen Frequenzen und aus den mittleren Häufigkeiten unsere Häufigkeitsangaben festgelegt. Und was wir dann gemacht haben, wir haben versucht, aus den historischen Angaben auch solche Häufigkeiten festzustellen. Und das haben wir mit 6 Experten gemacht. Wir haben also diese Informationen hier genommen. Da steht zum Beispiel für Bellis perennis, das Gänseblümchen, steht da überall verbreitet und häufig.
in dieser alten Flora. Und wir haben diese Information genommen und gesagt, okay, dem sagen wir sehr häufig. Und andere Informationen haben wir dann auch in diese 6 Klassen eingeteilt. Das hat dann dazu geführt, dass wir das vergleichen konnten. Und wir sehen jetzt, wie viele Arten das abgenommen haben, wie viele zugenommen haben, ihre Häufigkeitsstufen verändert haben. Und wir können daraus schließen, dass, also jetzt mal ganz abgesehen von den Häufigkeiten, 7% sind ganz neu im Gebiet. Das sind sogenannte Neophyten. 10% der Arten haben irgendwie zugenommen in ihrer Häufigkeit. Etwa die Hälfte der Arten, denken wir, ist etwa gleich geblieben in ihrer Häufigkeit. Und 25% haben abgenommen. Also das ist eigentlich das wichtigste Verhältnis. Wir haben 10% der Arten, die zugenommen haben. Die sind einfach jetzt die quasi die Matrixarten in der Landschaft. Und 25% der ganzen Flora hat abgenommen. Das ist ein großer Prozentsatz. Und 6% ist ausgestorben. Heißt am Schluss, dass wir vor 100 Jahren etwa gleich viele Arten hatten wie heute. Das sind einfach 7% andere Arten jetzt. Das ist nochmals die Unterteilung. Wir sprechen von Neophyten, wenn sie seit 1492, seit der Entdeckung von Amerika, in die Schweiz oder nach Europa gekommen sind. Und von Archäophyten sprechen wir praktisch bei den Ackerbegleitern. Also es sind diese Arten, die eigentlich vor der Entdeckung von Amerika so langsam seit der Vollbewaldung eingedrungen sind mit der Beweidung und mit der Beackerung der Landschaft. Muss man sich vorstellen, viele von diesen Ackerbegleitern, die kommen aus dem asiatischen Gebiet oder Vorderasien, sind sie einfach mit der Saat eigentlich eingewandert, mitgenommen worden. Und jetzt können wir also seltene und häufige Arten miteinander vergleichen. Wir sehen, dass bei den sehr seltenen Arten wir einen Rückgang haben in der Artenzahl und bei den häufigen Arten sind wir jetzt da etwas über dem Stand von 1930. Also die Neophyten, kann ich auf einige eingehen. Das einjährige Berufskraut ist heute überall vorhanden. Wenn Sie schwarze Punkte sehen, heißt das immer, die Art kam vor 100 Jahren schon vor. Also die ist nicht ganz neu. Aber jetzt ist sie überall neu. Und Veronica persica, das sind gerade zwei solche Katzenäugli. Hier Persica und Filiformis. Die beiden findet man praktisch in allen Wiesen. Die sind einfach unten drin in den Wiesen und sind auch überall verbreitet. Dann das italienische Reigras, das ist auch ein Neophyt, der ist auch schon vor 100, 150 Jahren für die Verbesserung der Wiesen eingeführt worden und ist jetzt überall. Dann die Goldrute, zwei Arten davon, die sind auch überall. Und letztlich noch der Schmetterlingsstrauch, Budleia Davidi, hat sich in den letzten 100 Jahren oder letzten 50 Jahren rasant ausgebreitet. Das sind Neophyten, die noch nicht so lange hier sind. Also 1971 ist es diese Reisfeldhirse reingekommen. Wenn Sie genauer schauen, ab Sommer oder so, dann gibt es so einen violetten Überzug bei den Wiesen. Das hat in den letzten Jahren total zugenommen. Den Henrys Geißkraut, diese Pflanze breitet sich in den Wäldern aus, die ist sehr schattentolerant. Dann Linaria purpurea, das kommt, glaube ich, aus den Gärten und wächst einfach über die Gärten raus und kommt einfach an den Straßenrändern zum Teil vor. Das südafrikanische Greiskraut ist erst seit 1995 hier im Kanton. Wenn Sie genau schauen, sehen Sie so Balken in der Verbreitung. Das sind die Autobahnen, die breitet sich entlang der Autobahnstreifen und den Innenstreifen, breitet sich die aus. Ich glaube, ein Grund dafür, dass diese Streifen jetzt zu betoniert werden, ist, dass die sich nicht mehr ausbreiten können, diese Neophyten. Dann Alchemilla mollis, auch etwas
ein Pfauenmantel, der da eben sich ausbreitet, oder die Jungfernrebe, verschiedene Arten, die halt einfach von ihren Standorten an den Häusern sich auch ausbreitet. Verschwundene Waldarten, das ist etwas ganz Spannendes. Die Wälder waren früher auch magerer, ausgebeutet durch die Beweidung. Und da sehen wir eben die Grünerle, die da stark abgenommen hat. Die Preiselbeere kam auch bis nach Winterthur vor. Die ist jetzt einfach noch in den höchsten Lagen im Töstal und am Albis oder in Hochmooren zu sehen. Dann die Bärentaube haben wir schon gesehen. Wintergrünarten, die haben total stark abgenommen. Die sind zum Teil mit Waldföhren und mit Fichten, die von Deutschland eingeführt wurden, um die Wälder zu bereichern, sind die auch mitgekommen. Dann das Katzenpfötchen, das habe ich schon gezeigt. Und dann das Waldruhrkraut, das hat auch ganz stark abgenommen. Also, in den Wäldern hat das abgenommen, dann verschwundene Bergarten. Hier gibt es verschiedene zu melden. Das Alpenleinkraut, das ist ein typischer so ein Geröllbewohner oder Sandbewohner in den Bergen, das kam am Uetliberg vor. Und am Uetliberg wurde es ausgerottet. Also die Leute sind dorthin gepildert, gerade unter dem Uto ist das vorgekommen und die haben das weggerupft. Das war eine sehr schöne Pflanze und mit dem Tourismus und mit den Bähnchen ist das dann wirklich zur Neige gegangen mit dieser Art. Dann haben wir den Alpenpestwurz. Da gibt es auch entlang des Albis halt viele solche Erosionstrichter. Und dort ist das vorgekommen. Das ist jetzt dort weg. Und es kommt noch im Tösbergland vor. Carex erizetosum, die Heidesäcke, das war früher sehr häufig, ist jetzt weg. Dann die buchsblättrige Kreuzblume, die war früher sicher häufiger verbreitet. Teufelsgalle habe ich schon gezeigt, das kleine schöne blaue Ding, das ist auch weniger häufig wie früher. Und dann der Schlangenknöterich, der hat auch an vielen Stellen abgenommen. Dann zuletzt noch diese Ackerunkräuter. Da kann ich nur darauf verweisen, es gibt sicher gegen 50 solche Ackerunkräuter, die heute praktisch ausgestorben sind. Die sind zum Teil auch mit anderen Ackerkulturen waren die vorhanden und heute nicht mehr. Es gibt so gezähnter Leindotter oder eben verschiedene, die waren zum Teil in Leinfeldern vorhanden. Die Fachstelle oder verschiedene Organisationen versuchen heute deshalb wieder Lein anzupflanzen, dass auch diese Ackerbegleiter wieder sichtbar werden. Aber hier haben wir sicher eine der größten Verluste im Kanton. Und dann diese Anpflanzungen. Das sind einfach 6 Beispiele, was neu angepflanzt wird. Also zum Beispiel Gelbstern, die jetzt so im April um die Obstbäume kommen. Verschiedene Fingerkräuter. Laschenals Rebendolde. Strandling, der nur entlang des Zürichsees vorgekommen ist und jetzt bei Richterswil wieder angepflanzt wird. Oder verschiedene Enzianarten, die in den Trockenwiesen vorgekommen sind und heute dort auch wieder angepflanzt werden. Also wir haben bei den Ruderalarten, also diese Unkräuter und Wegrandkräuter, haben wir die größten Verluste. Ebenso haben wir bei den Feuchtgebietsarten große Verluste und das hängt natürlich damit zusammen, dass viele Feuchtgebiete heute nicht mehr vorhanden sind. Bei den Waldarten sieht es einigermaßen gut aus. Bergarten erstaunlicherweise doch auch noch nicht alles ausgestorben. Man kann die Alpenrose, beide Arten sind im Töstal noch vorhanden. Das ist fast nicht zu glauben. Es gibt auch dort Silberling, also verschiedene wunderschöne Pflanzen, die dort noch vorkommen. Und einige sind ausgestorben. Sie sind nicht ausgestorben wegen dem Klimawandel. Wir haben das extra nachgeschaut. Die sind in aller Regel wegen Überdüngung oder wegen Zuwachsen der Gebiete sind die eigentlich verschwunden. Weil das macht eigentlich die Konkurrenz viel stärker aus als wärmere Temperaturen. Aber auf den Klimawandel komme ich noch. Jetzt zu den Treibern. Also das erste Mal, wir haben einfach eine Veränderung der Habitatsgebiete. Wir haben um 1900 vielleicht 3-4% der Fläche bebaut gehabt und heute sind es 25% in Orange.
Das ist auf Kosten der Landwirtschaft gegangen. Die Landwirtschaft ist nicht nur weniger geworden, sondern sie wurde auch intensiver. Und die Waldfläche hat sich eigentlich nicht groß verändert. Die hat sogar eher zugenommen. Und bei den Gewässern sind wir in einem ähnlichen Zustand. Einfach die Qualität ist anders. Das sieht dann so aus. Wir haben hier typisches Gebiet Zürich. Da gab es rund um Zürich halt noch sehr viele andere Habitate und heute ist das überbaut. Dann bei den Flussrevitalisierungen, das ist das, was jetzt die Folge ist, aber zuerst wurden die begradigt. Also die Tour ist jetzt einfach ein Beispiel. Das war schon vor der frühen Flora, war dort schon eigentlich sehr vieles ausgeräumt. Und heute wird das zum Teil wieder gut gemacht. Bei den Feucht- und Trockenwiesen sind in Blau die feuchten Wiesen. Sehen wir eben, dass im Gebiet Winterthur sehr viele Feuchtgebiete nicht mehr existieren, die früher noch vor 100 Jahren existierten und vor 150 Jahren gab es noch viel mehr von diesen Feuchtwiesen. Also in Rickenbach, wo ich herkomme, dort gibt es noch Funde von Drosera, also von Sonnentau. Das ist fast nicht zu glauben. Es war dort einfach eine Riedfläche, die fast moorig war. Und dann die Trockenwiesen in Orange, die fehlen heute auch. Man sieht, dass da im Töstal noch einige Trockenwiesen vorhanden sind. Also die höchsten Lagen über 800 Metern, die sind alle total geschützt. Dort lohnt es sich auch zu botanisieren. Dann haben wir natürlich diese Intensivierung der Landwirtschaft. Das ist ein unglaublicher Wandel, der da stattgefunden hat. Ist das jetzt übertrieben? So flach ist es, glaube ich, nirgends im Kanton Zürich. Also, noch ein Wort zu den Neophyten, weil die Neophyten, die geben uns relativ viel Hinweise, was in der Landschaft sich noch sonst verändert hat. Das ist eine Darstellung der Einführungen der Neophyten und wir sehen einfach auf einen Blick, so von 1820 bis 1920 gab es schon sehr viele von diesen Einführungen. Ich sage fast, die eben zwei Drittel von diesen Neophyten, die wir heute in der Landschaft haben, sind schon dann eingeführt worden. Man muss sich vorstellen, die Eisenbahn wurde gebaut, der Gotthardtunnel wurde eröffnet, da gab es viele mediterrane Pflanzen, die dann mit den Eisenbahnwagen nach Zürich gekommen sind. Und die größte Fundortstelle quasi für diese Pflanzen war der Güterbahnhof in Zürich, der Vorbahnhof so genannt. Dort gab es am meisten Funde. Das war ein richtiges Eldorado, ist noch heute so, aber nie mehr in diesem Ausmaße wie früher. Man kann auch verschiedenen Arten nachfolgen, entlang dieser Eisenbahnlinien, wie diese Pflanzen einfach gewandert sind, entlang dieser Linien und auch gemeldet wurden. Also das waren die größten Treiber oder Vektoren dieser Artverbreitung. Jetzt fehlt da eine Art. Ich möchte noch mal schauen, wie viel Zeit das ist. Reicht es noch ganz kurz. Das Konzept der Zeigerwerte muss ich ganz schnell erklären, damit ich die nächsten Folien dann gut erklären kann. Jede Pflanze wächst auf einem bestimmten Habitat. Und weil die dort wächst, können wir diesen Pflanzenarten einen Zeigerwert zuordnen. Zum Beispiel, wenn wir den Zeigerwert Licht uns vorstellen, dann wächst ein Sauerklär wirklich im dunkelsten Gebiet. Das, was ich zeigen wollte hier, war ein Seidelbast. Der braucht etwas mehr Licht, also kriegt er einen Wert 2. Dann die Tollkirsche, die in Waldöffnungen vorkommt, kriegt einen Wert 3. Dann die Küchenschelle, die kriegt einen Wert 4, weil sie an den Waldrändern noch vorkommt. Und so Mauerpfefferarten, die wachsen nur, wo es total hell ist. Also können wir hier bezüglich Schatten oder Lichtzeiger einen Bereich machen von 1 bis 5. Also es werden diesen allen Pflanzen für Lichtzeiger Werte zwischen 1 und 5 verteilt. Das hat dieser große Professor Elias Landolt mehr oder weniger so gemacht. Hat das so eingeschätzt, aber der hat einfach eine so unglaublich große, der war einfach enorm erfahren. Er hat einfach die Pflanzenwelt in der Schweiz so gut gekannt, dass er diese Zeigerwerte einfach so gemacht hat. Aber das ist, wenn man dann diese Zeigerwerte mittelt, dann kriegt man ganz genaue Informationen über den Zustand des Habitats bezüglich Licht, bezüglich Nährstoffe, bezüglich Kalkgehalt und so weiter. Also das ist das Konzept der Zeigerwerte. Wenn wir jetzt dieses Konzept anwenden
Ah, jetzt kommt's. Auf mittlere Zeigerwerte in diesen Zellen, dann sehen wir auf einen Blick, das ist jetzt ein Zeigerwert für die Feuchtigkeit, dass viel Feuchtigkeit an Orten vorkommt, wo es viel regnet. Voilà, das ist nicht gemessen die Regenmenge, sondern aufgrund von gemittelten Zeigerwerten wissen wir, okay, es regnet da hat es Hochmoore in der Nähe von Hausen am Albis oder da beim Hörnen oder da die Moorgebiete vom Oberland oder im Töstal. Da gibt es also tiefe mittlere Zeigerwerte, hohe mittlere Zeigerwerte für viel Feuchtigkeit. Und umgekehrt im Norden, wo es trockener ist, wo die Niederschläge geringer sind, herrschen trockene Situationen. Und das geben die Zeigerwerte, die mittleren Zeigerwerte jetzt an, aufgrund der Pflanzenarten. Jetzt kann man das auch machen für die Temperatur. Da sieht man dasselbe Bild, da sticht das Töstal heraus. Dort ist es kühler, dort sind die mittleren Zeigerwerte geringer als die Zeigerwerte in den Städten, in den Siedlungen, da ist es sehr warm, da haben wir sehr hohe mittlere Zeigerwerte. Voilà. Und noch etwas für die Nährstoffzeiger. Das ist eine Karte der Landnutzung. Grün bedeutet Weide, orange bedeutet irgendwie ein Futterbau betonte Fruchtfolge, das heißt also etwas Gras und etwas Mais dazwischen und gelb bedeutet dann mehr Weizen. Und man sieht, dort wo stark gedüngt wird, ist es sehr grün. Das ist in den flachen Gebieten, also man sieht nördlich von Zürich das große Ackerbaugebiet, dort ist es enorm nährstoffreich und die Arten zeigen das an. So, voilà. Und jetzt, wenn man die einheimischen Pflanzenarten nimmt, und die einheimischen mittleren Werte nimmt für diese verschiedenen Zeigerwerte und die vergleicht mit den Zeigerwerten der Neophyten, die neu dazugekommen sind, dann sieht man ganz Beachtliches. Also die Neophyten zeigen wesentlich wärmere Temperaturen an. Sie zeigen geringere Niederschläge an. Das heißt, sie kommen nicht in den Feuchtgebieten vor oder die Feuchtgebietarten sind zurückgegangen. Kontinuität muss ich jetzt nicht da im Speziellen erklären, das ist etwas komplizierter, aber die Nährstoffe, sie zeigen mehr Nährstoffe an. Sie zeigen beim pH ein unklares Bild an, das ist etwas gesprenkelt, und beim Licht sehen wir, es hat bei den Zeigerwerten mehr lichttolerante Arten oder weniger Schattenzeiger. Das heißt, die Neophyten kommen weniger in den Wäldern vor, sondern im Offenland. Jetzt, wenn wir diese Zeigerwerte miteinander, die früher festgestellt wurden, die heute festgestellt wurden, von allen Pflanzenarten, wenn wir also den Zustand von 1930 mit dem heutigen Zustand vergleichen, von Temperatur, Feuchtigkeit, Lichtzeiger, also von diesen allen Zeigern, dann sehen wir Folgendes. Wir sehen, dass die Temperaturzeiger heute wärmer sind, und das ist wegen den Neophyten. Die sind heute zahlreicher geworden. Bei den Neophyten sind viele, die sind dazugekommen mit den hohen mittleren Temperaturzeigern. Und umgekehrt haben wir ein wesentlich tieferes Level für die Temperaturzeiger bei den Arten, die ausgestorben sind. Also ausgestorben sind Pflanzen, die in Mooren gewachsen sind zum Beispiel. Also in Flachmooren und in Riedern, dort sind die Pflanzen ausgestorben. Bei den Nährstoffzeigern sind es wieder höhere Nährstoffzeiger durch die Neophyten, die dazugekommen sind, und umgekehrt die ganz mageren Zeiger, also kleinwüchsige Pflanzen wie das Katzenpfötchen, die sind weg. Die sind dort gewachsen, wo die Wiesen mager waren. Das gibt es heute praktisch nicht mehr. Dafür haben wir hier auch wieder einen Überhang an den nährstoffzeigenden Pflanzen. Und bei den Feuchtigkeitszeigern, dort sehen wir auch, dass viele der Arten, die etwas seltener sind, dass die in den Feuchtgebieten weniger geworden sind. Also das heißt, dass wir hier einen Hinweis haben, wie Klimawandel wirkt. Die Neophyten, das sind meistens Arten, die etwas höhere Zeigerwerte bezüglich Temperatur haben. Die kommen vom mediterranen Gebiet.
Und das zeigt jetzt, wenn die quasi in den wärmeren Temperaturen überleben können, weil sie durch Frost nicht mehr so stark rückgebunden werden, weil wir weniger Frost haben, dann überwiegen die. Und das ist das Klimasignal, das man sieht in unserer Flora, die Neophyten. Dort liegt der Zeiger. Wir sehen nicht, dass die alten, die einheimischen Pflanzenarten wegen der wärmeren Temperatur ausgestorben sind, die sind wegen Landnutzung ausgestorben. Aber wir sehen bei den neuen Pflanzen, dass sie wahrscheinlich vom Klimawandel enorm profitieren. So, nach diesem etwas komplizierteren Exkurs noch ein kurzes Fazit. Unser Citizen Science Projekt, würde ich sagen, war äußerst erfolgreich. Wir haben ein wirklich sehr schönes Buch zusammengestellt und können jetzt auch weitere Analysen mit diesen Daten machen. Diese frühere und aktuelle Flora, dieser Vergleich zeigt ganz deutlich, wie die Umwelt sich verändert hat. Die Landnutzung ist sicher der größte Treiber, den wir hier feststellen können. Der Klimawandel, der ist durch die Zunahme der Neophyten sichtbar. Es gibt auch Maßnahmen, wie man die einheimische Flora erhalten kann. Ich habe mehrmals darauf hingewiesen, die Fachstelle Naturschutz macht das mit Aktionsplanarten, aber auch mit der Ausdehnung von mageren Habitaten oder mit der Bewirtschaftung von Wäldern, dass es wieder lichtere Wälder gibt, ganz generell durch die Bewirtschaftung. Und dann bei der Veränderung der Landbewirtschaftung, da gibt es eigentlich nicht sehr viele Mittel, aber wie wir den Dünger wieder aus unserer Landschaft rausbringen, ist mir noch kein Rätsel, aber anfangen könnte man damit, dass man nicht mehr alles düngt. Aber das ist sehr schwierig. Gut, damit bin ich eigentlich am Ende und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für diesen sehr eindrücklichen Vortrag. Sie haben uns schön gezeigt, eben wie einerseits die Landnutzung und die Klimaveränderungen sich ausgewirkt haben auf die Zusammensetzung unserer Zürcher Flora. Und das andere, ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, dieses Buch ist wirklich ein Monumentalwerk. Sie haben gesehen, wie viel unglaublich viel Informationen in diesem Buch verarbeitet eigentlich sind. Und was entstehen kann, wenn eben Laien und Wissenschaftler sich zusammensetzen und ein Ziel vor Augen haben und so etwas erarbeiten in einer wirklich großartigen Leistung. Gut, ja, jetzt haben Sie sicher viele Fragen. Ich werde durch die Gänge zirkulieren und Ihnen das Mikrofon übergeben. Wer hat eine Frage an Herrn Wohlgemuth? Also im Zivildienst machen Sie also Neophytenbekämpfung. Was bewirkt das oder kommt man da an gegen diese Neophyten? Oder? Ja, also das einjährige Berufsgrad zum Beispiel, das breitet sich besonders aus an offenen Stellen in den Wiesen. Also notabene breitet sich es auch aus nach besonders starker Trockenheit. War schon früher so. Und wenn wir jetzt immer wieder Trockenheiten haben, dann kann das sich einfach an diesen offenen Stellen gut ausbreiten. Und wenn man es ausrupft, dann hat es weniger Samenpotenzial. Das heißt, es kann sich an diesen Orten weniger ausbreiten und hält diese Wiesen eigentlich einigermaßen. Ja, wenn man es fernhält, dann kommen die anderen Pflanzen vor. Ich weiß nicht, wie stark es die Artenvielfalt tatsächlich beeinträchtigt, aber wenn man nichts dagegen tut, dann hat man fast nur noch diese Teppiche von weißen einjährigen Berufskräutern. Und bei anderen Pflanzen ist das sicher auch so. In den Riedern bekämpft man die Goldrute zum Beispiel und da macht es auch Sinn. Ich kenne solche Goldrutenfluren, die wurden von Imkern angelegt, weil das eine fantastische Bienenweide ist, vor allem im Sommer. Aber das ist natürlich, nachher wächst dort nichts mehr anderes. Also genau, auch bei diesem großblütigen Springkraut ist es ähnlich. Das ist eine tolle Bienenweide und ich weiß nicht, wie viel das die Imker das zum Teil selbst noch ausgebreitet haben. Also ich weiß nicht, ob es passiert wegen dem, aber auf jeden Fall wird je nachdem auch nichts gemacht gegen die. Und die können auch ganze Bäche einfach eindämmen und sehr dominant werden. Also wenn man da nichts macht, dann hat man einfach diese frühere Flora nicht mehr. Haben Sie im Rahmen dieser
Kartografierung auch genetische Faktoren mit kartografiert oder aufgenommen? Nein, haben wir nicht gemacht. Also genetische Untersuchungen macht die Fachstelle Naturschutz. Die haben so einige Zielarten, die sie genau untersuchen wegen der Genetik. Aber wir haben das nicht gemacht. Das ist so quasi uferlos. Also es gibt zum Beispiel diese Frauenmäntelchenarten, die kann man locker auf etwa 30 Arten ausdehnen. Ich kenne vielleicht 3 oder 4. Und da gab es einen Spezialisten, der hat dann diese Unterarten aufgenommen. Und da hat er ja tatsächlich 30 Arten unterscheiden können. Aber das ist, ja, können wir normalen Botaniker befassen uns mit dem zu wenig. Also genau, das sind dann Spezialisten. Gibt es eigentlich auch ähnliche Arten in anderen Kantonen, so wie Sie es hier für den Kanton Zürich gemacht haben? Es gibt immer wieder Floren, die so gemacht werden, also zu allen Zeiten übrigens, und der Kanton Zürich hatte wirklich einen Hänger dadurch, also in vielen anderen Kantonen wurde eine neuartigere Flora gemacht und Kanton Zürich war einer der letzten quasi, und das haben wir jetzt, dieses Gap haben wir gelöst. Jetzt gibt es auch wieder neue Kantone, die auch angefangen haben. In der Stadt Bern haben sie quasi dasselbe gemacht wie wir das angefangen haben, auch mit Kilometerquadraten. Kanton Watt ist jetzt dran, dort machen auch sehr viele Leute mit. Kanton Wallis hat vor 4 Jahren angefangen, Kanton Graubünden fängt dieses Jahr an. Bei jedem Kanton ist immer wieder etwas anders. Es gibt ein Schweiz-Kataster, das heißt Infoflora. Also Infoflora, wenn Sie auf Infoflora alles zusammengeschrieben.ch schauen, dann gibt es ein Schweiz-Kataster. Alles, was gefunden wird, wird dort einfach in eine Datenbank getan und es werden damit Verbreitungskarten gemacht. Die Verbreitungskarten zeigen einerseits die tatsächliche Verbreitung an und andererseits zeigen sie die Lücken an, die für die verschiedenen Arten bestehen. Also Kanton Zürich ist jetzt mehr oder weniger lückenlos. Und Kanton Aargau, dort hat es viele Lücken und dann Kanton Bern hat es große Lücken und so, in dem Sinne. Zeigt den Bearbeiterstatus eigentlich auf diese Karten. Ich habe noch ein Problem, auch mit den Neophyten. Gibt es Projekte? Man hat schon gehört, das wird vorgeschrieben. Ich mag mich erinnern an den Gotteneaster, da sind sie von der Stadt gekommen, aber da war die Landwirtschaft dahinter wegen dem Feuerbrand. Dann bei Budleia, da sieht man, wie sich's ausbreitet. Man weiß, es ist nicht gut. Und dann vor allem der Kirschlorbeer, den habe ich jetzt vermisst. Und es ist unglaublich, was immer noch in Gärten Kirschlorbeer angebaut wird und verkauft wird. Ja, ich bin nicht so für viele Gesetze, aber... Regulation, ja, das ist, glaube ich, noch schwierig mit diesen Regulationen, weil die kriegt man da bei den Gartenzentren nicht so einfach hin. Das ist, glaube ich, relativ ein schwieriges Gebiet, weil das ist ja freier Markt. Also es ist sehr schwierig. Also es gibt diese Aktion von dieser Ambrosia artemisifolia, diese einjährige, das bei uns Ackerunkraut oder so, das kommt von der amerikanischen Prärie und das ist allergen. Und eben, ob es hochallergen ist, weiß ich einfach nicht, das sagen alle, aber ich habe dort gearbeitet in der Prärie, also ich hatte dort nicht mehr Heuschnupfen wie sonst. Ich weiß es nicht, aber das wurde dann im Kanton wirklich mit einer generalstabsmäßigen Aktion versucht auszurotten. Das ist jetzt einigermaßen wieder weg, aber an anderen Orten, im Tessin oder in Genf, ist das häufiger. Also genau, dort ist das dann vom Kanton gegangen. Stichwort Eigental, kennen Sie? Ja. Wie stehen Sie zu diesen Ansaten von Orchideen, von deutsche Enziane? soll ich sagen? Mittlerweile positiv. Ich habe es am Anfang etwas extrem gefunden, weil das von mir aus eine Florenverfälschung ist,
zum Teil nicht, wenn es am gleichen Ort wieder angepflanzt wird. Aber man geht je nachdem etwas über die Grenzen und nimmt noch etwas mit, das man dann auch noch im Kanton anpflanzt, was nie im Kanton vorgekommen ist. Und andererseits, es ist also das klare Ziel, dass man die einheimische Flora irgendwie erhalten will. Und das kriegt man nicht anders hin, als wenn man es anpflanzt und das Habitat vergrößert. Und die Fachstelle Naturschutz vergrößert viele dieser Habitate und pflanzt dann dort wieder diese verschollenen Arten an. Also es gibt auch diese Abschürfungen, wo man in Wiesen quasi die oberste Humusschicht abnimmt mit großen Geräten und dann quasi gewaschenen Kies drauf tut und dann quasi diese seltenen Arten wieder anpflanzt. Ist ja nicht schlecht. Genau. Nein, ist okay. Ja. Haben Sie jetzt nur in Ihrer Darstellung Büsche und Bäume nicht erwähnt oder tauchen Sie auch in Ihrer Katasterarbeit auf? Büsche und Bäume? Büsche und Bäume. Doch, doch. Schon. Also habe ich nicht aufgepasst. Ja, aber das ist, ich glaube, ich habe das nicht groß gezeigt, aber das heißt, also natürlich haben wir auch da alte Informationen, aber die sind so quasi Büsche und Bäume sind nicht, also außer diese Grünerle, haben sich nicht groß verändert in dem Stil. Die wurden früher einfach in dem Sinne nicht, wie soll ich sagen, die Abundanzen, die Häufigkeiten wurden relativ grob geschätzt. Da gab es nicht solche, die, vielleicht mit Ausnahme der Alpenrose, also als Zwergstrauch, das ist dann klar. Aber die anderen, eben bei Tanne, Bergahorn oder so, können wir keine scharfen Angaben machen. Bei der Tanne denke ich, dass sie früher häufiger war, weil sie häufiger angepflanzt wurde. Bei der Waldföhre, die war sehr viel häufiger wie heute, weil sie eben von Deutschland in die Schweiz gebracht wurde und hier angepflanzt wurde. Es gab in den 1900er Jahren eben auch sehr viel mehr Fichten. Das hat sich total geändert heute. Also es hat heute viel einen höheren Laubwaldanteil. Also da gibt es schon Unterschiede, aber wir bringen mit der Flora nicht alles raus. Aber es gibt von den Waldöffnungen, die gibt es spannende Informationen. Also das früher, heute herrscht ja quasi die Brombeere vor in den Waldöffnungen. Fast überall, die Brombeere. Und früher waren diese Waldöffnungen zum Teil übersät mit Gräsern. Also es war auch dort in den Waldöffnungen Arten nährstoffärmer wie heute. Weil die Brombeere, die kann von den Nährstoffen profitieren. Also so indirekt kann man einige Dinge ableiten. Also ich habe keine Frage, aber vielleicht doch noch eine Antwort auf den Herrn da drüben. Also Stadtgrün ist ja schon seit Jahren daran, die Neophyten im Wald zu bekämpfen. Und wenn Sie heute in Winterthur im Wald rumlaufen, würde ich meinen, sehen Sie doch nur noch selten eigentlich diese riesigen Goldrutenfluren im Gegensatz zu früher. Also es bringt schon etwas, aber man muss einfach ewig immer wieder dran sein. Und, das ist so. Und dann vielleicht nochmals dahinter, noch ein, zwei Jahren und so. Und, aber es bringt schon etwas. Also es ist doch viel angenehmer jetzt so. Mhm. Ich habe auch noch eine Frage zu den Neophyten, insbesondere zu den nicht-invasiven. Was ist da Ihre Haltung? Sollte man da einfach pragmatisch sein? Weil wenn sich das Klima ändert, dann werden, denke ich, zwangsläufig neue Arten kommen. Oder ja, was ist Ihre Meinung dazu? Ja, die Abschätzungen sind relativ schwierig. Also man sagt, dass etwa 10% der Neophyten dann wirklich sich stark ausbreiten. Aber andere Untersuchungen zeigen auch, dass praktisch alle Neophyten, die mal angekommen sind, nach Jahrzehnten dann irgendwann mal eine Ausbreitung erfahren und zum Teil stark sich ausbreiten. Also es ist, ich denke schon, wenn die neuen Arten angekommen sind und jetzt das Klima sich noch wesentlich erwärmt, dann haben wir natürlich immer mehr Neophyten. Also das ist wirklich ein Grund, um diese zurückzubinden, wenn es geht. Weil, also das eine ist das Klima, dass sie einfach sich stärker, die Populationen besser entwickeln können und das andere ist wirklich die Ausbreitung. Und sie werden natürlich überall ausgebreitet. Also gerade das großblütige Springkraut, das ist verrückt, das hängt in den Traktor,
Rädern drin und wird einfach über jeden Waldweg ausgebreitet. Und da kann man wirklich in die entferntesten Wälder gehen, die einigermaßen feucht sind in den Tieflagen. Und man hat es dann überall. Und wegbringen tut man es fast nicht mehr. Also das ist schon ja, ein Credo eigentlich, dass man eher dagegen vorgeht. Ob man, wie das Avel macht, um Dietikon einfach alles ausrottet, das ist die Frage, oder? Ob das Sinn macht. Also es gibt das kanadische Berufskraut, das ist eine einjährige Pflanze und gegen die kann man eigentlich nichts machen. Das ist der häufigste Neophyt in Europa und wenn man den ausreißt, ich glaube, das bringt nicht viel. Es gibt eine penetrante Person in Deutschland, die das aufgearbeitet hat und quasi den Kanton Zürich nennt in einem Buch über die Douglasie. Aber er nennt den Kanton Zürich, wie sie im Sihltal quasi mit Asylanten das kanadische Berufskraut ausgerottet haben. Das ist ein schwieriges Bild, oder? Aber das ist im Kanton Zürich passiert. Ich möchte noch zwei Dinge sagen. Das eine ist, Sie haben am Anfang Robert Keller erwähnt. Wie gesagt, das war der zweite Präsident der NGW, also mein Vorgänger. 1800 Ungrad etwa, und er war ein exzellenter Brombeeren- und Himbeerspezialist. Er hat sämtliche Himbeer- und Brombeerpflanzen nördlich der Alpen, hat er kartiert und hat die gekannt, das ist das eine. Und das zweite, Sie haben das Schuppentändli, haben Sie erwähnt, der Magerwiesenteil bei Hohwülflingen. Einer, der sich da ganz stark dafür eingesetzt hat, dass das so ist, wie es heute ist, ist Albi Krebs, der hier vorne sitzt bei uns. Er war einer der großen oder ist einer der großen Naturschützer hier in Winterthur. Ich meine, das darf man auch sagen in diesem Zusammenhang. Super. Schön. War immer eine meiner Lieblingsregionen. Ich habe in Wülflingen gewohnt vorübergehend und dann ging ich gerne auf Wülflingen. Aber es ist überhaupt ein interessanter Wald dort. Gut, ich glaube, ich möchte weiterfahren. Wenn Sie noch Fragen haben an Herrn Wohlgemuth, dann können Sie ihn nachher noch, steht er Ihnen nachher noch zur Verfügung. Wir gehen nachher noch in die Brasserie Reh und trinken dort ein Bier. Wer noch mitkommen möchte, ist herzlich eingeladen. Ich möchte noch auf drei Dinge hinweisen. Einerseits machen wir ja in der NGW etwas im Lokalen, nicht im Kantonalen, aber im Lokalen, nämlich das Projekt Winti-Scout, wo wir jetzt auch versuchen, mit freiwilligen Botanikinteressierten und einer Bestimmungs-App die floristischen Daten in der Gemeinde Winterthur ein bisschen zu erheben. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie sich informieren auf der Website der NGW oder sonst steht Ihnen Michael Wiesner, der Projektleiter, ganz hinten dort rechts von mir aus gesehen, für Fragen zu Winti-Scout zur Verfügung. Dann haben Sie gesehen, haben wir da auch noch eine kleine Bibliothek aufgebaut. Es ist aber immer das gleiche Buch. Es ist nämlich eben das Buch Flora des Kantons Zürich. Ich möchte Ihnen das wirklich noch ans Herz legen, dieses wunderbare Buch. Das können Sie zu einem Vorzugspreis hier kaufen. Sie haben es auch noch gesagt, was Ihnen sicher auch besonders gefällt, es hat Wandervorschläge. Wirklich schöne 15 botanische Wanderungen durch den Kanton Zürich, neben allen floristischen Informationen und dem Einführungsteil auch zu Klima, Geografie und auch zur Geschichte der Erforschung der Flora. Also, das möchte ich Ihnen ganz herzlich empfehlen, dieses Buch. Kommen Sie vorbei da vorne und bedienen Sie sich, solange es hat. Genau. Und zum Schluss, ich habe es gesagt, ja, das Winterprogramm der NGW geht dem Ende entgegen. Es stehen jetzt noch genau zwei Vorträge an. Am Freitag, 1. April, also in zwei Wochen, ist ein Referat zum Thema Biodiversität in der Krise, aktueller denn je, von Martin Gossner, auch von der WSL, wo es vor allem um das Thema Insektensterben geht, im Speziellen. Und dann ganz zum Schluss, am 3.4., am Sonntag, 3. April, um 11 Uhr, ein Vortrag von Lavinia Heisenberg zum Thema unser rätselhaftes
Universum. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Und wenn Sie kein Programm haben, auch da vorne können Sie sich noch gerne bedienen mit dem Winterprogramm der NGW. Da möchte ich ganz herzlich danken fürs Kommen, für das große Interesse an der Flora. Ich hoffe, Sie werden jetzt alle auch Winterscouts und werden die Wintertour-Flora erforschen dieses Jahr. Und ich bedanke mich nochmals ganz herzlich beim Referenten, Herrn Wohlgemuth, und wünsche Ihnen einen schönen Abend.